Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Final Fantasy VII und ich bin nach Bone Village gefahren. Und hier reden wir jetzt mal mit diesem guten Mann. Willkommen in Bone Village, dem Ort von Naturfreunde. Was willst du? Wo ist die Stadt des alten Volkes? Die Stadt des alten Volkes. Oh, du meinst bestimmt die vergessene Stadt. Ja. Weiter. Sprichst du von dem Mädchen, obwohl ich abriet, sie ist in den schlafenden Wald gelaufen. Wie komme ich da hin? Die Mondtafel liegt irgendwo vergraben. Wenn du willst, können wir sie für dich ausgraben. Ja. Zeig uns, wo wir graben sollen. So, ich glaube. Ich glaube. Ja, so 4 sollten reichen. Wechseln, um die Bombe für die Suche zu zünden. Jeder Helfer wird die Erschütterung messen und sich dann in Blickrichtung zum vergrabenen Objekt aufstellen. Dort, wo sich die Sichtlinien der Helfer überschneiden, befindet sich die Ausgrabungsstelle. What the fuck? Jetzt bin ich mal gespannt. Ein Mistra-Gewehr. Okay, das ist zwar nicht das, was ich wollte, aber immerhin. So, das ist eine Waffe für, So, mal gucken, ob wir jetzt mal die Mondtafel kriegen. Hallo? Mal bitte. Laut. Naja. So, machen wir das Ganze nochmal und hier stellen wir noch einen hin. Dann stellen wir mal hier noch einen hin. Da noch einen. Wow. Mm.
Müsste so ungefähr hier sein, ne? Würde ich mal sagen. Okay, das Mistra-Gewehr, das wusste ich jetzt nicht mehr. Das ist... Aber gut, soll uns nicht weiter stören. So, die Wohntafel, ja bitte. Ja bitte. So. Und damit sind wir in dem schlafenden Wald. Und hier muss ich mal ein bisschen aufpassen. Hier rennt nämlich eine Substanz, also hier fliegt eine Substanz rum. Seht ihr das? Und zwar Kuchata. Hieß die nicht mal Kyata? Naja, gut. Ist auch egal. Ja, die ist sehr leicht zu übersehen. Da muss man ganz schön schnell sein. Um die zu finden. Ein Wasserarmband. Sehr schön. Ein Wasserarmband. So. Ich will erst mal schauen, gegen was die hier so allergisch sind. Die ich weiß. Oh. Naja. Also Beta. Beta ist ja, glaube ich, besser wie Aqualung. So, und, achso, das war das mit, die Waffe ohne, Slots, das ist natürlich Mist. So, die, Moment, die Substanzen. Irgendwie passt hier das Ganze gar nicht. Irgendwie habe ich hier... So, dann kriegt Barrett mal eine Alle-Substanz. Mit Hitze. Achso, das war jetzt Blödsinn, ne? War jetzt Blödsinn. So, dann kriegt er auf jeden Fall noch wartet mal, ich muss das mal ein bisschen ordnen hier. So, die Klicks plus auf jeden Fall nicht. Okay. Ja, wo ist sie denn? Hier ist noch die Feindtech, die kriegt auf jeden Fall Barrett. Dann hat er hier Gewitter, dann kriegt er mal noch...
Geht da mal noch alle daherstellen. So. Da mal noch Bahamut. So, oh Gott, was geben wir ihnen denn mal noch? Kiata. Oder Kuchata, oder wie die heißt, kann ich mal noch ein bisschen leveln. Gewitter kann ich drin lassen. Kriegt da mal noch extra HP. Und so eine extra MP. Raub kann ich mal noch drin lassen. Und Manipulation. So. Dann tiefer. Tiefer schützen wir mal gegen Erde. Kriegt man noch eine kleine Alle. Was haben wir hier? Kälte. Kriegt sie mal noch Todesstoß. Und gibt man noch Odin und Ifrit. So. Das sollte ich, denke ich mal, passen, wollte ich sagen. So, wir heilen uns mal. Tifa kann mal mit Feuer angreifen und Barret mit Feuer 3. Mal gucken, was das bringt. So, wir machen Todesurteil. Aha, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So. Wartet mal, ich glaube, irgendeiner hat hier noch ein feines Können, was ich lernen konnte. War das der? Ich glaube nicht. Dann überlegen, was das für Vieh war. Hey, du nicht. Dich will ich nicht. Dich möchte ich nicht. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wo die jetzt kamen. Ja, also die, ja, in dem Bildschirm kommt nur das Vieh. Okay, dann mache ich den mal kalt.
Es muss hier gewesen sein. Welcher war denn das? Welcher Gegner? Irgendeiner hat hier noch ein Feindes können, aber wer? Aber wer? Ich bin gerade am Überlegen. Tanz war es nicht, dann war es eventuell Klaue. Nee, auch nicht. Okay, also die Gegner waren es schon mal nicht. Die waren es nicht, dann können es ja nur noch die anderen gewesen sein eigentlich. Laufe ich mal ein bisschen rum. Ja, macht ihr mal ruhig euren Tanz, okay. Wie Manipulation nicht möglich? Das kann eigentlich nicht sein. Ich mache jetzt mal irgendeine Aktion. War das schwarze Nadel? Nee, auch nicht. Ja, gut, wer weiß. Wer weiß, ist egal. Ist egal. Gehen wir weiter. Ich glaube, so wirklich wichtig war es jetzt auch nicht. So, oh Gott, wie war das jetzt hier? Ich glaube, als erstes mal nach rechts. Uff, was? Worte des alten Volkes? Ist nicht, ich verstehe nichts. Okay. Genau, hier war eine Truhe. Mit einer Speedkapsel. Mit einer Speedkapsel. Ach, wir haben noch zwei Glückskapseln, die geben wir mal Cloud. Zauberkapsel. Gemütskapsel und eine Kraftkapsel und oh ja, ich habe viel. Und eine Abwehrkapsel. Und wo ist jetzt die Speedkapsel? Thank you.
weg. Okay. So, ich glaube, in diesem Moment wurde auch, ein, Kampf in Cosmo Canyon beigeschaltet, glaube ich. Den ignoriere ich jetzt einfach mal. Nein, wir ruhen uns nicht aus. Denn hier ist noch eine Materia Feintech. So. Jetzt gehen wir hier mal nach links. Ja, hier ist auch noch ein Haus. Und ein Speicherpunkt. Eine Zauberkapsel. Speichern mal hier. Ja, es gibt bei den Kämpfen in Cosmo Canyon noch eine Waffe für Yuffie, aber ob die jetzt so berauschend... Wisst ihr was, scheiß drauf, ich ruhe mich jetzt hier aus. Ich lasse die Kämpfe einfach weg. Lass sie einfach weg, es ist egal. Es nimmt nur unnötig Zeit in Anspruch und ja. Wegen einer Waffe für Yuffie. Was ist los? Ja, was ist hier? Und Sephiroth auch. Wie? Was? Sephiroth? Woher willst du das wissen? Kein Quatsch, ich fühle es. Dann sollten wir uns beeilen. Alles klar, wir müssen uns beeilen und Iris finden. Genau. Das ist Iris Stimme. Sie kommt von hier. Oh, kommt sie von hier? Okay. Dann gehen wir mal gucken, von wo sie kommt. Okay, hier gab's nichts weiter. Da gab's nichts weiter. Krabbeltes Auge. Die Materia Asteroid. Okay. Damit hätte ich jetzt allerdings nicht gerechnet.
Ging's denn? Gehst denn jetzt gleich hin, verdammt? Wen gebe ich denn die mal? Gib sie mal Cloud. Irgendwie bin ich jetzt leicht verwirrt, weil irgendwie ich dachte, ich muss da hoch. Dachte ich jedenfalls. What the fuck? Da wird aber auch kein Ausgang weiter angezeigt, ne? Ja. Okay, ich habe mich verlaufen. Hä? Okay, gucken wir noch mal nach links. Ah ja. Da hinten! Hohoho. Nicht so schnell. Ich wollte erst noch zu der Truhe da unten. Aurora-Armband, okay. So, jetzt. Okay, hier ist nix. Ist ja auch nicht schlecht, ne?
Ist ja auch nicht schlecht. What the fuck? Nice. Kamera. Wie ging denn das hier gleich? Okay, allzu viele Wege habe ich jetzt aber auch nicht mehr, also bleibt mir nicht mehr sehr viel übrig. Ich weiß, dass wir irre sind müssen, aber ich weiß nicht wohin. What the fuck? Kann nur hier gewesen sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber hier gibt es keinen Ausgang. Ach du lieber Gott, die Treppe habe ich nicht, diese Treppe habe ich nicht gesehen, naja gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Okay, da unten ist Iris. Mach mal einen separaten Speicherstand, weil ich nicht weiß. Danach so einfach zurück kann, weil ich würde gerne noch die Feindeskönn-Materie dann ein bisschen aufwerten. So, aber jetzt schauen wir erstmal, wie wir Iris helfen können, ne? Iris! Ja, da ist sie. So, wir hüpfen mal rüber. Nein. Na. Na, nein. Cloud. Hallo? Ah, Gott sei Dank. Oh nein, oh nein, 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 nein. Cloud, bist du verrückt?
Nein, 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 nein. Nein, wow. Aufhören, aufhören. Wow, wozu zwingst du mich? Oh Gott, Sephiroth. Ja, wow. Sephiroth, dieser... Oh Gott. Dieser Arsch. Dieser Arsch. Unglaublich. Iris! Das kann doch nicht sein. Keine Angst, das Mädchen geht in Planetenenergie auf. Wir halten nirgendwo mehr. Jetzt geht nach Norden. Das weiße Land liegt hinter den Schneefeldern. Dort werde ich neu geboren, da ich eins werde mit dem Planeten. Genau wie das Mädchen. Der Lauf der Natur und der Plan sind egal. Iris ist fort. Iris wird nie wieder sprechen, nie wieder lachen, weinen oder Zorn empfinden. Was ist mit uns? Was sollen wir tun? Was ist mit meinen Schmerzen? Meine Finger kribbeln, mein Mund ist trocken, meine Augen brennen. Sephiroth. So, was redest du da? Hast du etwa Empfindungen? Natürlich, was glaubst du eigentlich? Hör auf, traurig zu mimen. Du brauchst auch nicht so wütend zu tun. Denn, Cloud, du bist... Ja, ich bin was? Hm? Ich bin was? So ein Arsch. So, wir beschwören mal Bahamut. Sie holt mal Odin. Wow, ich bin immer noch geschockt, ne? Selbst nach so vielen Jahren kriege ich bei dieser Szene immer noch Gänsehaut. Ein Magierarmband, okay. Du bist eine Marionette. Ich? Eine Marionette? Wow.
Oh, ich kriege immer noch Gänsehaut, ne? Oh. Wow. Was jetzt? Jetzt hört mal alle gut zu. Ich bin Cloud, Ex-Soldier aus Nibelheim. Ich will mit Sephiroth abrechnen. Was soll das? Ich bin freiwillig hier, zumindest dachte ich das. Allerdings, um die Wahrheit zu sagen, ich habe Angst vor mir selbst. Ich verstehe mein Verhalten oft selbst nicht. Zum Beispiel, als ich Sephiroth die schwarze Materia gab. Hättet ihr mich nicht abgehalten, wäre ihr was womöglich. Da ist etwas in mir, ein anderes Ich. Darum sollte ich diese Reise beenden, bevor ich etwas Furchtbares tue. Egal, ich bin dabei. Er hat vor 5 Jahren mein Dorf zerstört, ihr was getötet und jetzt will er den Planeten zerstören. Das verzeihe ich nie, Sephiroth. Ich gebe nicht auf. Tut ihr mir einen Gefallen? Kommt ihr mit? Damit ich keine Dummheiten mache? Weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, wie ihr aus dem Planeten vor dem Meteor retten wollt. Und ich glaube, wir werden es niemals erfahren. Aber es gibt noch eine Chance. Wir müssen uns die schwarze Meteoria zurückholen, bevor Sephiroth sie benutzt. Los geht's. Ende von Teil 1. Spiel an dieser Stelle auf der Festplatte sichern. Ja, bitte. Ja, bitte. So, und damit bin ich wieder hier. Sephiroth, ich frage mich, in welche Richtung er gegangen ist. Nach Norden. Hey, alles okay? Sephiroth sagte Richtung Norden über die Schneefelder. Ja, ich will aber mal schauen, ob ich hier noch zurück kann. Ja, sieht ganz gut aus. Cloud schreit mich also nicht an, dass ich hier nicht mehr zurück kann. Das ist auch ganz gut so, denn ich möchte noch, die ganzen Feindeskönnen einsammeln. Also für die dritte Feindeskönnen-Materia natürlich, die ich jetzt erhalten habe. Ich bin so doof. Das erste könnte ich hier eigentlich gleich machen, und zwar hat Tifa jetzt noch keine Feindeskönnen, ne? Dann kriegt sie mal den Todesstoß raus und ich gebe ihr mal die Feindtech. Oh, der hat die Manipulation, ne? Genau. Genau, da könnte ich hier nämlich die erste schon holen, und zwar das Todesurteil.
Genau, da machen wir hier einmal den Platz. Du machst mal den Platz. Und du machst mal Todesstrafe auf Tifa. Und damit hat sie Todesurteil schon erlernt. Und wie gesagt, den Rest hole ich mir jetzt offscreen. Weil dazu muss ich jede Menge Orte aufsuchen. Und unter anderem diesen Midiel Midgar Zollum nochmal besiegen und um die Region um Gold Saucer. Und ja. Ihr wisst das ja. Und ich werde mal in Cosmo Canyon vorbeischauen und eventuell doch einen Kampf machen. Ja, und mit gemischten Gefühlen nach dieser Folge verabschiede ich mich von euch. An dieser Stelle wäre übrigens auf der PlayStation-Version CD1 beendet. Ja, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Final Fantasy VII. Bis dahin, tschüss!